Bundesliga, 21. Spieltag. Fußball. Los geht's. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Ja, herzlich willkommen. 21. Spieltag, hat er schon gesagt, der junge Mann, der heute seinen Geburtstag feiert. Ich habe heute schon gesungen, deswegen erspare ich euch das jetzt. Wenn ihr raten könnt, wie alt Mr. Custodian heute wird, postet es in die Kommentare. Und wer richtig liegt, dem schicken wir ein Stück vom Geburtstagskuchen. Einem Kaufkuchen von der Firma, die uns nicht sponsert, deswegen auch nicht namentlich erwähnt wird. Okay, ich weiß ja, wie es dir gegangen ist, als jemand dich auf ein Alter geschätzt hat, wo so alt möchte ich gar nicht werden. Also bitte keinen Scheiß da unten posten. Naja. Aber lass uns doch anfangen und lass uns die letztwöchigen Tipps vergessen. Das ist mein Geburtstagswunsch. Ja gut, ich erwähne es nicht. Danke. Das sind jetzt die kommenden Tipps für den heutigen Spieltag. Letzte Woche hat es ja damit angefangen. Ach, vergessen wir das. Ich reite nicht drumherum. Wer es wissen will, kann sich ja das Video von letzter Woche nochmal anschauen. Ja, wir fangen an. Freitagabend, das erste Spiel am Freitagabend. Nach diesem sehr, sehr überraschenden DFB-Pokal, da gab es ja schon einige interessante Ergebnisse. Ja, und bin auch sehr, sehr gespannt, ob Leverkusen diesen Lauf, diesen Negativlauf, also oder diese Berg- und Talfahrt, Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage und so weiter fortsetzt. Gegen Mainz geht es, glaube ich, und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel verloren wird. Ich glaube, hier ist ein ganz, ganz sicherer Tipp, ein Sieg auf Leverkusen, vor allem, weil Mainz sich gegen Augsburg schon desolat präsentiert hat. Und das ist auch die einzigste Idee, die ich habe, Sieg Leverkusen. Okay, jetzt ist ja Leverkusen als Bayern-Bezwinger hier in der ersten oder in der im DFB-Pokal gegen Heidenheim gescheitert. Mhm. Jetzt ist halt die Frage, wie steckt diese Niederlage und dieses Spiel überhaupt unter der Woche in den Knochen? Was können die Leverkusener da leisten? Mainz ist ja immer eine Mannschaft, die ganz schwer zu spielen ist, vor allem auch zu Hause. Wenn wir uns hier einfach mal die Heimbilanz der Mainzer anschauen, die letzten drei Spiele immerhin nicht verloren. Und ich denke auch, die werden gegen Leverkusen, geschwächte Leverkusener, nicht zwangsläufig verlieren. Dass Leverkusen die stärkere Mannschaft ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die können es halt einfach nicht immer abrufen. Und auch der Sieg gegen Bayern, das war jetzt keine besonders geniale Leistung. Da war viel Glück dabei und naja. Will ich jetzt auch nicht schmälern, haben sie ja ganz gut gespielt, aber ja, warum haben sie dann gegen Heidenheim nicht gewonnen? Das weiß keiner. Pokal hat seine eigenen Gesetze und in der Liga haben sie aber auswärts schon gegen Wolfsburg gewonnen. Sieg gegen Bayern ist jetzt auch nicht so verkehrt, egal wie der zustande kommt. Deshalb glaube ich auch, dass sie sich schnell wieder fangen werden. In dem Fall ist es gut, dass es zwei Tage später schon wieder das nächste Spiel für Leverkusen gibt. Eigentlich auch eine komische Konstellation. Normalerweise gut, das ist alles schon im Voraus geregelt, aber so eine kurze Pause ist ja eher unüblich, aber das werden diese Profis schon irgendwie hinbekommen. Und vielleicht ist Heidenheim einfach bockstark, weiß ja auch keiner. Ja, sicherlich, sicher. Sicher. Aber ja, mit Leverkusen-Sieg kann ich nicht einverstanden sein. Okay. Fallen viele Tore. Nee, das glaube ich nicht. Ja, es gibt auch keine gute Quote dafür. Beide treffen, auch heikel. Also in diesem Spiel lacht mich hier eigentlich gar nichts an. Das von daher, Mainz-Fans können guten Gewissens auf einen 1x tippen, aber als neutraler Beobachter muss ich mich hier raushalten, weil ja unter der Woche dieses DFB-Pokalspiel war und man deswegen vielleicht Leverkusen auch mit Vorsicht genießen sollte. No deal also. Ja, Gladbach hingegen ist ausgeruht, weil die sind ja schon gegen Leverkusen ausgeschieden gewesen aus dem DFB-Pokal. Empfangen jetzt wiederum unausgeruhte Herthaner, die es den Bayern in der Overtime sogar schwer gemacht haben. Am Ende hat es natürlich nicht gereicht. Ja, in der Nachspielzeit leider, oder nicht in der Nachspielzeit, in der Nachspielzeit getroffen oder den Ausgleich erzielt und dann in der Verlängerung leider verloren. Aus meiner Sicht Gladbach, Respekt dafür, da hast du letzte Woche die Eier gehabt draufzusetzen. Ich habe es auch vermutet, dass sie in Schalke oder in Gelsenkirchen auf Schalke gewinnen, mich aber nicht getraut. Und hier sehe ich einen Heimspielsieg, denn die sind ausgeruht, Hertha
jetzt, ja, du bist halt ausgeschieden, egal wie gut du gespielt hast. Und zwei, drei Tage später das nächste Spiel gegen ein favorisiertes Team, die sind ruhig, ausgeruht. Also das ist auch ein klarer Heimsieg. Ja, die Quote für einen Heimsieg der Gladbacher ist leider mit 1,66 wieder so schwach, wie es auch schon vor zwei Wochen, glaube ich, war. Aber die Gladbacher hier, wie du richtig gesagt hast, absolut eine Bank, auch zuletzt beim Wetten. Was mir quotentechnisch ganz gut gefällt, dass Gladbach hier auch die erste Halbzeit gewinnt. Und da gibt es dann auch eine Quote von 2,2. Mhm. Wenn Gladbach wirklich wie ein Wirbelwind loslegt, wenn du das glaubst, ist das eine sehr, sehr gute Wette. Auf der anderen Seite wird Berlin wahrscheinlich sich erstmal hinten reinstellen. Und auch gegen Augsburg hat Gladbach zur Halbzeit unentschieden gespielt, auch gegen Schalke zur Halbzeit unentschieden. Scheint derzeit Spätstarter zu sein, aber für die Quote auf jeden Fall das Risiko. Ja. Spricht natürlich für dich diese Serie. Berlin hat ja auch gegen Bayern nach 3 Minuten schon das 1-0 geschossen. Mittelstädt war's. Ich wollte eigentlich darauf wetten, dass beide treffen. Das wäre nach 7 Minuten bereits eingetütet gewesen. Aber ich bin früh ins Bett gegangen, weil ich krank war, ein bisschen gestern. Oh. Und von daher geht's mir jetzt aber wieder gut. Ich bin ausgeruht und ich sag, die Hertha wird hier das erste Tor in der ersten Halbzeit fangen und dann, oder auch mehrere, und Hauptsache Gladbach führt zur Halbzeit und dann ist diese Wette gewonnen. Dann haben wir hier zwei Pro-Gladbach-Tipps. Frankfurt hat nicht gespielt im DFB-Pokal gegen Leipzig, die haben 1-0 gegen Wolfsburg gewonnen. Ja, was sagst du dazu? Ich habe gehofft, dass du jetzt die erste Einschätzung gibst. Also, ich denke, dass Frankfurt sich respektabel gegen Dortmund präsentiert hat, unentschieden gespielt, war auch ein wirklich ansehnliches Spiel, haben gut verteidigt, Dortmund eigentlich gut gedrückt in der zweiten Halbzeit, aber Frankfurt hat dagegen gehalten. Leipzig, die haben jetzt die nächste Runde im DFB-Pokal erreicht. Denen, also rein von dem Euroleague, kann man eigentlich nicht sagen, dass sie dann, wenn sie das Spiel unter der Woche haben, dass sie dann am Wochenende irgendwie schwächer sich präsentieren. Ich kann mir hier vorstellen, dass Frankfurt ein Unentschieden... Zu niedrig, aber unter 3,5, why not? Das gibt eine 2,9-Quote, da kann ich nichts dagegen sagen. Dann haben wir hier diese 2,5 Tipps, in Klammern immer mit Vorsicht zu genießen. Am Ende geben wir auch jeder seine 3 Lieblingstipps ab. Ich wage zu bezweifeln, dass da einer der 2 Tipps reinschafft, bei mir zumindest. Aber Hannover-Nürnberg, deine Hannoveraner. Letzte Woche hast du sie ja als Sieger gesehen gegen Leipzig, aber naja, hat nicht ganz hingehauen. Vielleicht diese Woche gegen Nürnberg. Da müssen sie ja doch den Bock umstoßen, oder? Ja, scheiße, wenn ich gegen Nürnberg, gegen wen denn dann? Sieg Hannover. Und es muss klappen, ansonsten können sie den Doll eigentlich auch gleich rauslassen. Das wäre witzig, ja, nach 2 Spielen wieder entlassen und dann irgendwie ein ganz Verrücktes holen. Aber Jens Lehmann, der ist erfolgreich, 2 Spiele, 2 Siege. Ja, da wäre Augsburg schön blöd, wenn die ihn wieder hergeben, aber jetzt ist ja erstmal hier Hannover dran, die ja auch zu Hause jetzt schon längst nichts mehr gewonnen haben. Ein Sieg deswegen ein bisschen zu viel vielleicht, selbst gegen schwächelnde Nürnberger, die ja immerhin gegen Bremen 1-1 gespielt haben am vergangenen Spieltag. Prinzipiell gebe ich dir natürlich recht, Hannover muss einfach mal gewinnen, aber andererseits sind die halt einfach schlecht. Und Matthias Sammer hat ja auch gesagt über Thomas Doll, worauf hat der sich da eingelassen, warum tut der sich das an mit Hannover? Und hier spielen ja wirklich also 2 Abstiegsgaranten gegeneinander. Ja, was zu wetten wäre? Beide treffen, nein, bei einer Quote von 2,0. Also, wenn diese 2 Gurkenteams gegeneinander spielen, kann es doch sein, dass eine Mannschaft nicht trifft. Oder 2 Eigentore. Andererseits, ja. Ich weiß nicht, willst du einen Hannover-Sieg festhalten? Ich würde ihn in Klammern setzen. Asian Handicap 0 auf Hannover. Ja, minus 0,25 wird hier nur angeboten. Dann minus 0,25 auf Hannover. Das ist eine Wette, da gehe ich sogar mit. Müsste doch mal drin sein. Andererseits ist Hannover vielleicht sogar noch schlechter als Nürnberg. Ja, aber das hofft keiner. Das hofft keiner.
Bei alles Bayern ist Schalke in der Bundesliga. Wie bitte? Alles ist möglich in der Bundesliga. Ja. Aber auch, dass Schalke in München punktet. Mm-mm. Verletzungsmisere bei Schalke. Rudi Assauer gibt es auch nicht mehr, wenn ich das so sagen darf. Genauso wie Rosamunde Pilcher. Deshalb bin ich. Aber Legenden sterben doch nie. Stimmt. Schalke ist weitergekommen jetzt im DFB-Pokal. Aber gegen Bayern München sehe ich höchstens wieder so eine kranke Handicap-Wette auf Schalke im Sinn des Möglichen. Vielleicht Schalke plus 2,5, wenn das noch eine gute Quote gibt, macht das Sinn. Bayern-Sieg ist zu langweilig von der Quote. Deshalb beide Treffen will ich nicht. Übertore will ich nicht. Also wenn Schalke plus 2,5 noch eine 1,8-Quote gibt oder so, dann finde ich das ganz gut. Genauso bei einer 13er-Quote kann man nochmal auf den Schalke-Sieg tippen, aber glauben tue ich das alles nicht. Nee, ja, also das finde ich auch das einzige Sinnvolle, wenn man hier ein relativ hohes Handicap auf Schalke kriegt, aber andererseits, ja, Bayern, Schalke, das ist schwierig. Also ich denke auch, dass die Bayern gerade auch mit ihrem knappen Spiel gegen die Hertha wieder mal gezeigt haben, dass sie doch noch nicht so dominant sind, wie man das teilweise dann gedacht hat nach den 7 Spielen in Folge oder so, die sie dann relativ gut bewältigt haben. Dann verlieren sie mit eigenem Unvermögen das Spiel gegen Leverkusen, das sie nicht verlieren hätten müssen. Und jetzt Pokal hat es auch nicht gut ausgesehen. Schalke ist natürlich auch alles andere als eine überzeugende Mannschaft, hat aber zumindest in Spielen gegen Bayern meistens nicht so schlecht ausgesehen in der Vergangenheit, aber in der Saison ist ja wieder alles anders. Hier schwer zu sagen, auch die Quoten geben hier leider keinen Einblick drauf, was man hier machen soll oder könnte. Von daher ist es für mich eine No-Bet. Ja, finde ich fair. Also Schalke plus 2 Handicap, habe ich gerade mal geschaut, gibt noch eine gute 1,8-Quote. 2,5, nur noch 1,5. Also no bet. Ja, das müssen dann wieder die Sympathisanten machen, aber ich halte mich da dann raus, weil ich es nicht unterschreiben kann, hier auf Schalke irgendwie zu setzen, mehr oder weniger, auch wenn sie einen 2-Tore-Unterschied kann gegen Bayern jeder Mannschaft der Welt passieren. Auch Liverpool, Freunde, aber das ist ein anderes Thema. Wie geht's weiter? Bremen, Augsburg. Oh, Augsburg mit 2 Siegen in Folge. Heimniederlage, da war ich tatsächlich im Stadion gegen meine Bremer. Ich würde mir wünschen, dass sich die Geschichte wiederholt, dass Bremen auch dieses Spiel gewinnt. Gegen Nürnberg waren sie wieder 70 oder 80 Minuten dominant, haben dann wieder nur unentschieden gespielt, sowohl daheim als auch in Nürnberg. Jetzt Euphorie hoffentlich aus dem DFB-Pokal mitgenommen. Allerdings kann man das für beide Mannschaften sagen. Beide also auch unter der Woche gespielt. Für mich ein ganz klares beide Treffen ja. Und was anderes möchte ich ja nicht tippen, weil ich glaube, hoffe, denke, dass Bremen gewinnt oder unentschieden spielt. Aber Augsburg mit dem Schwung des verrückten Lehmanns nicht zu unterschätzen. Beide Treffen passiert aber sicher. Mhm, hast mich überzeugt, auch wenn die Quote unter meinem Geschmack ist. Was ich hier finde, ist auch, dass Augsburg trotz dieses Sieges am letzten Spieltag noch nicht wirklich so überzeugend ist. Denn das 1-0 gegen Kiel, das war ja ohne Finn Bogason so mehr oder weniger dahingewirkt. Und wenn sie jetzt in Bremen spielen, wo sie auf eine Mannschaft treffen, bei denen es eigentlich relativ gut läuft in der Saison, die letzten 3 Heimspiele nicht verloren und allgemein seit der Winterpause kein Spiel verloren. Sag ich mal, die Augsburger werden das nicht gewinnen. Vielleicht treffen sie, aber das hängt mit der Personalie Finn Bogason zusammen in meinen Augen. Weil im Pokal hat er nicht gespielt, hat Gregoritsch ein Tor geschossen, aber in der Bundesliga gegen Bremen werden sie das Spiel, da sehe ich Bremen wirklich vorne, wird fast auf Sieg Bremen tippen, aber das ist mir auch noch ein bisschen zu riskant. Von daher schließe ich mich mit der Beide-Treffen-Wette an. Da kann man relativ wenig falsch machen. Wie war die Quote gleich wieder? 1,5 oder 1,6? 1,6. Ja. Gut. Düsseldorf. 1-4 gegen Schalke im Pokal. Gegen Stuttgart. Was kann man darüber noch sagen? Das ist doch ein klassisches Unentschieden. Mhm.
Ich glaube, dass Stuttgart gewinnt. Düsseldorf hat gegen viele Teams gepunktet jetzt, wo man nicht unbedingt damit hat rechnen können. Zuletzt wieder in Hoffenheim. Jetzt kommt aber ausgeruht der VfB vorbei und wird dieses Spiel gewinnen. Hilft nichts. Ich habe zu dem Spiel nicht so wirklich eine Meinung. Also bevor ich auf Stuttgart setze, lasse ich die Finger davon. Aber kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass die hier nicht chancenlos sind. Und von daher ist so ein 1-6 auf Stuttgart bei der Quote absolut nachvollziehbar. Das sind unsere Ideen für diesen Spieltag. Wir gehen jetzt alle nochmal in uns und überlegen uns unsere Top 3 Picks für diesen Spieltag. Und dann werden wir die gleich bekannt geben. Ich fange an mit Leipzig gegen Frankfurt. Beide treffen bei einer Quote von 1,57. Natürlich nicht sehr interessant, aber die beiden sind einfach sehr offensiv stark und von daher kann man das schon mal machen. Mein zweiter Tipp ist Freiburg, Asian Handicap 0 bei einer Quote von 2,08. Finde ich sympathisch gegen Wolfsburg, die jetzt gerade im DFB-Pokal gespielt haben. Von daher freue mich, wenn Freiburg gewinnt, wenn es unentschieden ausgeht, Geld zurück, wenn Wolfsburg gewinnt. Who cares? Dann Bremen, Augsburg, beide treffen. Ist die Quote sehr niedrig, würde ich fast schon selber weglassen, aber mangels Alternativen an diesem Spieltag wette ich drauf. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich habe mich für zwei Spiele relativ schnell entschieden und zwar ist das eine der Asian Handicap 0,25 Sieg auf Hannover, also minus 0,25. Bei Stuttgart gegen Düsseldorf gehe ich ganz klar auf Düsseldorf mit einer plus 0,5 auf Stuttgart, nee, auf Stuttgart natürlich. Ja. Sorry für den Versprecher. und dann bin ich konform mit dir bei beide Treffen Leipzig gegen Frankfurt. Na dann, hoffen wir mal, dass diese Tipps so einlaufen und freuen uns dann auf dieses Bundesliga-Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da und schätzt noch sein Alter. Bis dann. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.